Repräsentantinnen und Repräsentanten der sozialen Arbeit. Paul Nathorp, 1854 bis 1924, demokratisch und sozialgesinnter Pädagoge, 1899 das Hauptwerk Sozialpädagogik, Theorie der Willensbildung auf der Grundlage der Gemeinschaft, versucht eine pädagogische Antwort auf die soziale Frage zu finden, die sich durch die Industrialisierung auftut. Gesellschafts- und Erziehungslehre gehören für Nathorp untrennbar zusammen. Seine Konzeption von Sozialpädagogik war nicht praxiskompatibel. Sie stand den erziehungs- und fürsorgepraktischen Aufgaben abstrakt gegenüber. Merke, nach Paul Nathorp ist jede Pädagogik ihrem Charakter nach soziale Pädagogik bzw. Sozialpädagogik. Hermann Nohl, 1879 bis 1960. Eine auf Zuwendung, Unterstützung und Resozialisierung gerichtete sozialpädagogische Position. Er zählt zu den bedeutendsten Vertretern der geisteswissenschaftlichen Pädagogik. Die Idee der Volkserziehung konnte Hermann Nohl weiterentwickeln. Erster Lehrstuhlinhaber im Bereich der Jugendhilfe. Sein Hauptwerk: die pädagogische Bewegung in Deutschland und ihre Theorie. Für Nohl bildet die Erziehungswirklichkeit die Grundlage seiner Theorie. Er stellt die erzieherische Hingabe an den einzelnen Menschen in den Mittelpunkt aller aufbauenden Wohlfahrtsarbeit. Merke, für Hermann Nohl, dem Klassiker der geisteswissenschaftlichen Sozialpädagogik, ist die Anerkennung des Menschen in seiner Individualität und nicht die Degradierung zum bloßen Hilfsobjekt Voraussetzung und Kennzeichen der Wohlfahrtspflege. Klaus Mollenhauer, 1928 bis 1998. Seine Arbeit, die Ursprünge der Sozialpädagogik in der industriellen Gesellschaft, eine Untersuchung zur Struktur sozialpädagogischen Denkens und Handels, sowie Einführung in die Sozialpädagogik stößt eine breite Diskussion an und werden zu Klassikern der Sozialpädagogik. Nach Mollenhauer ist Sozialpädagogik keine Notstandspädagogik, sondern erbringt eigenwertige, selbstverständliche Erziehungsleistungen für den Normalfall. Sie gleicht die Erziehungsmängel in industriellen Gesellschaften aus. Merke, Klaus Mollenhauer gehört zu den Klassikern der Sozialpädagogik, der die Sozialpädagogik positiv begründet und ihre Aufgaben nicht als Reparaturleistung in der Beseitigung von Missständen ansieht, sondern positiv als Erziehungsaufgabe ausweist. Alice Salomon, 1872 bis 1948. Werk: Soziale Frauenbildung und soziale Berufsarbeit sowie soziale Diagnose zur methodischen Konzeptualisierung der sozialen Arbeit. Die von Alice Salomon aufgebauten Frauenschulen haben ein einheitliches Ausbildungsprogramm mit eigener Prüfungsordnung. Ausbildungsschwerpunkte sind Gesundheitsfürsorge, Jugendfürsorge und allgemeine und wirtschaftliche Fürsorge. Staatliche Anerkennung: Wohlfahrtspflegerin. Das Werk Salomons liefert einen grundlegenden Beitrag zur Professionalisierung sozialer Arbeit. Merke, eine gelingende Wohlfahrtspflege, in deren Mittelpunkt die bestmögliche Entwicklung der ganzen Persönlichkeit durch Anpassung des Menschen an seine Umwelt und Anpassung der Umwelt an die Bedürfnisse des Menschen steht, setzt für Alice Salomon ausgebildete soziale Fachkräfte voraus. Gertrud Bäumer, 1873 bis 1954. Mit Helene Lange, einer der führenden Frauen der bürgerlichen Frauenbewegung. Wichtige Aufsätze Bäumlers finden sich im 5. Band Sozialpädagogik, Handbuch der Pädagogik, Hermann Nohl, Ludwig Pollard, 1929. Die als Nothilfe entstandene Sozialpädagogik ist gesellschaftliche Erziehungsfürsorge. Sie kritisiert die Bevormundung weiter Bevölkerungsschichten durch die Wohlfahrtspflege. Zukünftige sozialpädagogische Kräfte sollen in der Lage sein, auf Menschen in bestimmten sozialen Umständen zu wirken.
Bäumlers Bedeutung allein schon wegen ihres Einflusses auf die Gesetzgebung hinsichtlich der Verbesserung der Lebensbedingungen für Kinder, Jugendliche, Frauen, Familien wirkt bis in die Gegenwart. Politische Mitarbeit an vielen Gesetzesvorhaben der Weimarer Republik, zum Beispiel Reichsgesetz für Jugendwohlfahrt. Merke, nach Gertrud Bäumler ist Sozialpädagogik ein eigenständiger Erziehungsbereich neben Familie und Schule mit dem Ziel, Jugendlichen Hilfe zukommen zu lassen. Hans Schärpner, 1898 bis 1959. Hauptwerk Theorie der Fürsorge, posthum 1966. Auch die Arbeiten über die Geschichte der Jugendfürsorge und Studien zur Geschichte der Fürsorge erschienen posthum. Vor dem Hintergrund der historischen Reflexion entwickelt Schärpner seine Theorie der Wirklichkeitswissenschaft in Abgrenzung von dogmatisch gebundenen Disziplinen. Im Mittelpunkt Schärpners Betrachtung steht die persönliche Fürsorge als Hilfe. Er unterscheidet zwei Grundformen von Hilfebedürftigkeit. Erstens, Unangepasstheit des Menschen an Lebensbedingungen und Gesellschaft. Zweitens, Unangepasstheit an die moralisch-ethischen gesellschaftlichen Bedingungen. Beide Grundformen stehen irgendwo Wechselbeziehung zueinander. Schärpner favorisiert Fürsorge als persönliche Hilfe. Die Hilfeaktion muss auf die Person des Hilfsbedürftigen gerichtet sein. Eine grundlegende Problematik sieht Schärpner darin, dass die persönliche Fürsorge zugleich institutionelle Fürsorge ist, Gefahr durch Organisation und Verwaltung überfremdet und erdrückt zu werden. Merke, für Hans Schärpner ist fürsorgerische Hilfe immer persönliche Hilfe.